Hallöchen, meine Freunde, hier ist wieder euer Anime-Fan. Es geht weiter in Arc Extinction, immer noch mit dem guten alten Andrus. Hallöchen. Yay! Hey, ein Explorer Note. Ah, ja, die schon. Ich flieg Richtung Südwesten. Ich muss wissen, wo du bist, um dir gleich zu helfen. Ansonsten mache ich erstmal den kurz platt und dann. Platt, ich will den ja nur flachlegen. Denk dran, meine Ausdauer ist nicht unbegrenzt. Ja, weil er hat noch ein 120er Männchen an seiner Angel. Ich fliege gerade auf so ein 174er Weibchen. Und wir hoffen, dass alles gut geht, Freunde. Wo bist du ungefähr? Ich bin in der Nähe gerade voll des blauen Obelisken. Ja, grob in der Nähe bin ich auch. Da müsste ich ja hoffentlich gleich. Ich habe auch das Außen Spyglas an. Ich müsste es theoretisch irgendwo grün schimmern sein, wenn du in meiner Nähe bist. Aber momentan sieht man nichts. Ich fliege über einem kleinen Berggipfel. Na, ich schaue mich gerade immer um, aber das ist ein Ansonsten sucht. gelber Manamaga. Ansonsten sucht auch nach Diamond. Ja, aber ich sofort mal, sobald der Sabertooth liegt, weil sonst verliere ich den. Ach so. Mammut. Wenn wir das klappt, dann haben wir bald jede Menge Kinder, Freunde. Oder zumindest die Tiere zu Hause. Ja, wir nicht. So, 100 Meter vom Sabertooth entfernt. 60 Meter vom Sabertooth entfernt. Wo? Da ist ein gelber Ah, da unten kämpft er, Lamagama. Freunde. Oh, da sind zwei Sabertooths. Was ist das zweite für einer? 90er. Leck mich doch am Arsch. Die legen sich beide mit der Eule an. Sehr interessant. Dumm, die dumm, die dumm. Nur fliegen ist schöner. Ja. Ja, doch. Diese blöde Eule, was kämpfst du jetzt mit? Ich steig vom Adler ab und die greift mich an, die Eule. Sind nervig. Neunundfünfzig. Tot. Blödes Mistvieh. Ist der andere Sabertooth heiß auf mich? Okay. Gehe jetzt im Prinzip unter dem Obelisken. Ah, oh, gleich der andere Sabertooth ist platt, der 80er oder 90er. So, Freunde, und jetzt können wir landen. So, wo ist das Sabertooth 4 hin? Da. 90 Meter. Ist das hinter der Kurve bei Mammut oder? Wo backst du rum, Mistvieh? Ich habe immer noch Angst, wenn ich jetzt hier rumlaufe. Okay, läuft da hinten rum. Er ist tot. Die hat sich mit Mammuts angelegt. Ach, leck mich doch. Wie viel Pech kann man eigentlich haben, Freunde? Dann leite mich mal. Dann ist der hier zumindest schon mal. Ja, ich komme sofort zu dir. Sobald ich bei Andros bin. Andros, kommst du mal runter? Bei Fuß, Andros. Uff. Wenigstens hört er auf mich, Freunde. Kann nicht anders. Ja. So, I. Suchen. Tamed. Ich sollte auch da Agantares eingeben. Agantares Search. Warum kriege ich jetzt nur Re. Achso, die Just Gang. Ich wollte sagen, ich habe nur Real Nugget gerade bekommen. Und Ja. Miss Anonym da hinten. Ah ja, da sind sie beiden.
So, Freunde, er ist 700 Meter von mir entfernt. Ich schaue gleich mal, ob ich noch ein starkes Weibchen finde von den Saber-Tooth-Freunde und dann machen wir die Strategie wie hier. Wenn die sich immer umbringen lassen, nehmen wir halt Strategie festhalten in Kauf bei kleinen Viechern. Eben. Noch 300 Meter von dir entfernt. Ah, links unter dir bin ich jetzt. Dreh ich mal um 180 Grad und komme nach unten geflogen. Oh, ich wollte gerade hier landen. Hier sind zwei Sabertooths, leck mich doch. Wir müssen erst vom Berg gehen. Ich bin bei dir. Hallöchen. Landen wir mal hier auf der Spitze. Hier ist. Okay, die Gut, Sabertooths mach sind da dich unten. bereit für einen Anflug. Nein, ich kann das nicht näher kontrollieren. Wenn er mich haut, fliegt der Vogel automatisch. Jetzt habe ich natürlich daneben geschossen, super. Jetzt muss ich die anderen Pfeile nehmen. Warte. Das war natürlich ärgerlich, dass gerne genau der erste Schuss daneben ging. Lad schneller nach. Oh Junge, wie das rumbackt, wenn der angegriffen wird. Da hat mich also das runtergeschmissen, leck mich. Puh. Oh. Ich habe ein Weibchen Leibwolf 138 betäubt und ein Weibchen. Junge! Wollt ihr mich aufs Korn nehmen? Hallo? Ich kann mich nicht mehr bewegen. Ah, geht doch. Hallo? Junge! Wow! Ist das der 120er? Nein, den habe ich noch hier. Junge! Da kommt schon wieder einer! Was wollen die alle von mir? So, den nehmen wir auch mal flach. 36er Sabertooth. So, wo bist du jetzt hin? Da oben. Ah, Freunde, das ist ein bisschen Chaos gerade hier. Ich weiß nicht, warum die gelbe Zeile aufgeploppt ist, aber. Weil der mir Schaden machte. Ah. Und dann fliege ich. So, Ohne er dass ich es schläft. verhindern kann. Herrgott Gut, im dann Himmel! packe So, das Schweinchen bringe ich um, Freunde. Aber den Wolf da, 138, den nehme ich mit. Ich hätte mich da lieber über das 300er viel gefreut, aber. So, du hast den Level 36er Sabertooth. Weg mit dir. Ziemlich frech von euch, dass ihr mich alle angreift hier. Ach, jetzt kam gerade Kill, Kill, Kill und ich habe in meinen Sachen kaputt gegangen. 10 Jahre nach der Schlacht. Ja. So, Freunde, jetzt haben wir die. Jetzt mache ich erstmal kurz das hier weg. Müssen nur Ende das gleich holen. Ich habe meinen Handschuh und meinen Kopf Ja. verloren. Kein Ding. Du kannst ja auch bei mir eine Ersatzrüstung Ich rausnehmen. habe oben auch eine drin, wenn der Vogel unten ist. Gut. Ja, ich gehe ihn gleich holen. So, Freunde, Gehen jetzt. jetzt holen. Ich stelle mich auf den Berg hier, Junge. Da ist der Wolf. Da ist das Saber. Gut, die liegen beide schön in der Ecke drin. Bin über dir. Lande, Endres. Junge, blödes Physik. Landest du auch mal? Das ist echt zu blöd zum Scheißen. So, er ist da unten. So, endlich. Das heißt, dann haben wir zwar nicht
erhofft mir Männchen, Weibchen von einer Art, sondern müssen erstmal. Ja. F. Du hast auch Prime mit deinem Vogel drin. Nee, hatte ich bei dir reingetan. Weil dann muss ich die nämlich aufteilen. Ah, doch, hat noch 16. Na, dann gebe ich dir. Warte mal. Welcher angegriffen? Warum bin ich runtergefallen? Die Kante sollte mal runtergletschen. So, dann nehmen wir die Hälfte raus von dem Primeat und bringen das den anderen vor, Vieh. Halleluja, Schwestern. So, der Wolf kriegt sein Ding. Wie ist bei dir, Maus? Dein Hunger ist. Muss ich schnell Prime mit rein tun, weil jetzt frisst er unendlich. Hat schon 16 Parameter drin. Ja, ich weiß nicht, ob das reicht bei so einem hohen Level. Das ist mein Problem. Weil sonst verliert er seine Keine Taming. Ahnung. Du Ja, lieber ja. 100 rein. Wir haben 100 hier drin. Wieso ist hier kein Prime mehr drin? Hast du alles ist rausgenommen? Irre mir gerade den Stapel. Ja. Na toll, jetzt halt Taming voll. Danke dir. Das ist auf jeden Fall leid hier. Okay, interessant. Und ja, die hätten gereicht mit den 11 schon bei 75%. Na, hätte nicht gereicht. So, jetzt frisst er. Schön. Sabertooth und Direwolf sind benannt, Freunde. Uhu! Das heißt, die beiden bringen wir jetzt zu unserem Stargate. Stellen die da ab. Oder erstmal alle passiv, damit keiner auf dumme Gedanken von den Viechern kommt. Vielleicht finden wir dann. Warte, erstmal normal, das vielleicht User in in die. your channel timed out. Ja, Freunde, er hat Probleme, wie sich anhört. So, ich hoffe, er kommt gleich wieder, weil sonst ist das langweilig. So, Freunde, ich habe meinen Direwolf. Ich hoffe, Endros kriegt jetzt auch seinen Sabertooth. Ich würde einmal sagen, er probiert gerade seinen Teamspeaker zum Laufen zu bekommen. Lasse ich mal schon mal I das hier weg, damit nicht mehr auf Diamond gehe. Okay, er hat es gefunden. So, Freunde, auf zum Stargate. Die Frage ist, wo ist das Stargate? Mach mal die Minimap auf. Das Teil muss in die Richtung irgendwo sein. Ich hoffe, er fliegt mir hinterher. Geh mal Kinomodus einmal, Freunde. Ja, er ist hinter mir. Das ist auf jeden Fall mehr Action, als ich es erhofft hatte. Aber läuft. Läuft, läuft. So. Das ist die Frage. Ich sollte mal Wegpunkte setzen zum. Map. Der muss irgendwo hier gewesen sein, das Target, Freunde. Das hier könnte der Fels sein, wenn mich nicht alles täuscht. Bitte lass das der Fels sein, lass das Target nur sehr spät aufploppen. Weil dieser Felsen. User joined your channel. So, jetzt hören wir uns auch wieder. Ja, dieser Felsen sieht doch so aus wie der, wo ich hin muss. Ja, ich bin dir bis gerade hinterher geflogen. Ich werde dir auch jetzt noch hinterher fliegen. Ja. So, Freunde, abschmeißen. Wo der Wolf steht hier. Okay, das wollte ich nicht. Jetzt habe ich die Kiste hier aufgemacht. Und sehen wir zwei Weibchen mit einer chinesischen Beschriftung an. Ja. Okay. Aber ich sehe keinen EP-Boost. Warum auch immer. Das heißt, wir haben jetzt einen Sabertooth männlich und einen Direwolf weiblich.
Ja. Das heißt, wir suchen jetzt einen weiblichen Sabertooth erstmal, Freunde, gemeinsam. Wir wollten eigentlich nur einen Sabertooth haben, jetzt haben wir auch einen Direwolf. Das ist doch eine interessante Entwicklung. Du kann man nie genug haben. Ja, Sabertooth. Müssen wir ein Weibchen suchen, Search. Und er findet keinen über 100 mehr. Die sind natürlich jetzt mal eben gestorben. Also guck mal, mit 80er wenigstens. Auch nicht? Achso, ich sollte auch ohne Tamed machen, Freunde. Ich hatte eben noch von Da Diamond findest die du ja Suche drin. dann. Das, oh ja. Ja. 150, 108. Warum er auch so der Wüste selber tut, das kann ich nicht verstehen. Ach, ja, da sind sogar zwei, ne? Ich habe 150er gefunden, das höchste, was momentan unterwegs ist. 700 Meter in die Richtung. So, dann wollen wir mal. Während Anders ihn gleich dann aufs Korn nimmt, Freunde, schieße ich wieder Pfeile rein. Ja, genau. Das ist die Strategie gegen die kleinen Viecher. Da müssen wir nur gucken, dass wir uns Direwolf finden, der oberirdisch ist. Das heißt nicht die über 300er. Weil ich glaube, die sind alle Ja, du unterirdisch. kannst ja auch eine obere Ja. Levelbegrenzung eingeben. Muss ich dann. Ich möchte gerne wissen, wo dieser Höhleneingang ist. Ich glaubte, ich habe ihn eben gesehen, aber na, das finde ich auch wieder. Da müssen wir uns mal merken, weil wir müssen auch in die Höhle die Artefakte holen, um die Titans zu beschwören irgendwann. Aber es ist so, als sind Freunde, dauert's noch. Ja, mir schien da nicht so flott. Oh, sind wir schon direkt an der Mauer nach draußen. Ja, und der Wort kämpft gerade gegen Ma. Müssen wir auch wieder rauskriegen aus der Gruppe. Leck mich doch. Ein Direwolf, der bunte unter uns ist, männlich 100 Level 150. Soll ich den mitnehmen? Ich hab ja, schnapp dir erstmal den rechten, den pinken da. Dann fliegen wir auf diesen Berg hier hoch. Ich warte hier oben auf dem Berg auf dich. Da brauchen wir nicht extra suchen, Freunde. Ja, ich glaube, bei ihm ist der Wolf. Man hat ihn gehört. Ja, So, Freunde, ich bin oben auf dem Berg. Ich hoffe, er sieht mich jetzt auch noch. nein. Ich bin einfach zurückgeflogen um 180 Grad den Berg hoch. Das ist schwierig zu sagen, wenn der Wolf einen die Richtung ändern lässt. Ja, mal gut Schaden bei dir, meine Herren. Du musst auf jeden Fall weiter nach links, du fliegst von mir weg. Ja, flieg hoch, hoch. Und weiter nach links. Ich sehe deinen Schatten gerade durch den Berg durch. Links über die Bergkuppe. Ich stehe hier hinten links. Links weiter noch. Ja, ich sehe dich. Gut. So, Freunde, dann hoffe ich mal, dass ich ihn jetzt. Jetzt speist er gerade nicht mehr zu, das klingt sympathisch. Jetzt habe ich auch Kampfmusik, Freunde. Ah, zu tief. Einmal Einmal getroffen. getroffen. Die Frage ist, wie oft ich muss ihn treffen. Ich habe jetzt nur die Warte. Zehnfachen. Da ist er betäubt. Herrlich, Beinahe. Freunde. Geht doch. Den lassen wir hier liegen, damit ich nicht zu viel Themeninitiativ brauche. Ich habe uns jetzt. Weiß man, welcher der Saberbox der 150er ist? Nein. Okay, dann. Warte. Meine, kannst du einfach das Fenster Ich mach abmachen. gerade selber eben. Der ist 300 Meter von mir entfernt. Was suchten wir, den weiblichen, ne? Ja, Female. Das heißt, wenn wir das hinbekommen, dann haben wir insgesamt 6 Dinos in 2 Folgen getamed. Ich würde sagen, ist eine sehr gute Quote. Dann kann ich die nächste nämlich unsere Basis weiterbauen, damit wir auch genügend Jäger haben. Ja. Weil mittlerweile ist unser Gebiet da unten zu klein. Und bevor die wieder alle runterlaufen, muss ich oben die Glaswände fertig kriegen. Ich gehe uns einen Sabertooth Nice, nice. angeln. Ich mache einfach jetzt schon mal hier ein bisschen Fleisch rein von so lange. Shift T, 60 Stück. F T. So, kann er ein bisschen essen. Er Sie bräuchte hat theoretisch eine gesehen nur 12. Okay. interessante Farbgebung. Egal, Hauptsache wir haben einen. Wehe, du nennst ihn nicht Gringer. Oh, ist er grün? Ja. Cool. Ja, das Problem ist das Mädchen. Ja, weiß. Okay, Schnuffelkeks ist ja auch ein Mädchen, Freunde, aber ja. Superior Kibble. Ist echt so geil, dieses Awesome Spyglass. Sabertooth, Diamond, Sabertooth. Da brauchen wir auch wieder 12 Rohrfilet. Gut.
Ich habe 60 auch noch übrig. Ich habe dadurch den Diamond getroffen, Freunde. Das war der Sabertooth. Das war der Sabertooth ohne Trefferwirkung. Das war. Hallo, ich möchte Sabertooth treffen. Ich habe 90 Schein. Außerdem was. Junge, wieso kriege ich momentan keinen Treffer gut geschrieben? Weißt du, wie viel Pfeil der in sich drin hat? Hallo! Ach du Mistspiel. Ich muss doch mal kurz die Waffe warte, auswechseln. Irgendwie kriege ich gerade keine Treffer mehr gut geschrieben. Ja, sag Bescheid, wenn ich wieder einen Angriff machen soll. Ja, komm mal wieder ran. Ich habe noch 5 Pfeile. Ich treffe den zwar, aber ich kriege keinen Schaden mehr gut geschrieben. Ich brauche nur einen Treffer, der hat 2,9 Topo momentan. Soll ich ihn droppen? Da habe ich ihn nochmal getroffen. Und er fällt runter, wunderbar. Gott sei Dank. Viel mit dem vorletzten Pfeil. Hat zwar viele Pfeile gekostet, Freunde, aber wir haben es geschafft. Ich muss mal kurz das Mammut erfressen gehen. Ja. Das Mammut ist Level 18. Ja, ist mir egal. Ey. Ich habe schon mal ein bisschen Schaden gemacht, damit. Habt ihr mit dem Vogel mehr Schaden als du mit deinen blöden Pfeilen? Ich habe den immer wütend gemacht für dich. Das Reh hat 360 Health, was links von dir ist. 150. Und läuft weg. Mach 207 mit deinem Treffer. Nein, das Mammut muss ich nicht auch noch fressen. Das Mammut ist auch nur Level 18, nur 1,2k Leben. Ja, die Anzahl an Leben macht mir da keine Sorgen. So, jetzt hole ich mal ein bisschen anderes Fleisch. Jetzt kommen gerade die Nachrichten. Momentan ist das so versetzt, die Nachrichten. Ich habe gerade die Nachrichten bekommen, dass beide Viecher umgebracht wurden. 10 Jahre später. So, Freunde, dann wollen wir mal gucken. 17, das heißt. F. So. Und da haben wir einen Direwolf, Freunde. Level 222. Nice. Sabertooth. Jetzt fängt das erst bei ihm gerade an, okay. Also dürfte ja, auch komplett durchgehen. Alles ein kleines bisschen Zeit versetzt. Warum auch immer. Liegt es an den Mods, Freunde, dass wir so viele Mods drauf haben? Oder warum haben wir so viele? Haben wir noch nicht. Also da war ich schon auf schwerer gemoddeten Servern unterwegs. Ha? Und wir haben einen Sabertooth, auch 222. Lecker, Schmecker. Kannst ja, wenn dich das Geschlecht stört, kannst du ihn ja nur Battlecat nennen. Geschlechtsneutral. Der hätte nur eine rote Streifen gemacht, dann wäre es natürlich auch geiler gewesen. Ja, ich weiß. Aber die können wir ihm geben. Als ich die Farbe gesehen habe, dachte ich mir nur so, yo. Ja, Freunde, wer kennt noch Battlecat? Ja, Freunde, ich würde mal sagen, wir waren sehr erfolgreich. Wir haben insgesamt, dass nicht mehr folgt, damit ich lächle. 6 Sekire. 6 Tiere gemacht. Jetzt mal erstmal diesen Pfeil weg. Wir können natürlich erst zur Not den Pfeil. Ich weiß aber ungefähr, was Tage ist, deswegen brauche ich das eigentlich nicht. Schnappen wir uns die Viecher, Freunde, fliege nach Hause. Und da müssen wir jede Menge Sättel bauen. Dann können wir auch mal gucken. Ich meine, die Wölfe und die Drachen. Die legen keine Eier, das heißt, die müssen wahrscheinlich dicke Frauen kriegen wie unser Elch. Wäre logisch. Aber bevor wir die paaren, meine ich auch. Muss ich gleich mal kurz durch meine Animes dort gucken, wie ich die alle nenne. Vor allem die Drachen. Wieso laufen die Mammuts eigentlich oben so im Berg rum? Haben die keine Hobbys? Ja, legt sich mit dem Mammut um, Freunde. Ja, das hat auch nur 1,2k Leben.
Du machst 140, 180 Mark, habe ich auch mit 176 mit meiner Armbrust gemacht. Ach stimmt, ich muss ja nochmal meinen neuen Rüstung und. Ja. Ich habe ja in der letzten Folge. Oh, ich habe das auch nicht in der Aufnahme, Freunde. Die dir zerstört wurde vorletztes Mal. Weil ich Aha, habe ich nämlich ein paar beantrage Kristalle das Schwert. aufgemacht. Und ich wollte ja Endless noch die. Ich kann dir 277er Flakrüstungsstiefel geben. Ich habe zwei Flakrüstungsstiefel bekommen. Ich beantrage das Schwert. Welches? Ich habe da drei Schwerter. Das eine, was ich damals behalten habe, mit 234 Schaden. Dann habe ich noch ein Meisterhaftes mit 210 Schaden und ein Gesellenschwert mit 174 Schaden. Ich habe drei perverse Schwerter. Jedes der drei Schwerter übertrifft deins. Jedes, weil meins ist blank. Ja. Dann nehme ich mir einfach das Meisterhafte Ja, ich habe ja mit. 134er, ich brauche das nicht. Den muss ich auch dann gleich wieder füttern, Freunde, den Gacha, weil. Guck mal, was da Ja, rauskommt. ja. Wie gesagt, du kannst auch einmal die 277er Stiefel haben, wenn du möchtest, weil die sind ja besser als die wir haben. Unser Ja, normal sehr 100. gerne. Weil ich nehme die 285er und die Rüstung muss ich auch noch eigentlich haben. Weil damit das nächste Mal im Nahkampf ist besser, Freunde. Also ich brauche noch Oh eine ja. Hose, eine Hand und einen Kopf in Extrem. Gacha auf jeden Fall füttern. So, Freunde, das heißt, komm mit, Direwolf. Und ich komme mit dem Silbertruss hinterher. Ja, wir müssen über die Berge fliegen, das ist ungefähr die Target-Richtung. Das heißt, ich muss auf jeden Fall bei jedem Tage, Freunde, ein Dino abstellen, später. Damit wir immer mit den Suchfunktionen dahin kommen können. Oder wir denken irgendwann drauf, sie uns auf der Karte zu markieren. Bei mir klappt es ja immer noch nicht. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ah, stimmt. Deswegen stehe ich einfach überall Dinos hin an jeder Base und dann. Ja, kannst ja Dodo überall parken. Den Ares einfach im Winter abstellen. Nein, irgendeinen Dodo. Oder ein Kind von den beiden. Ja, genau. Dann haben die wenigstens Sinn. Ja, nie abstellen. Wir haben ja nie in der Wüste geparkt, ist okay, ne? So, Freunde. Guck mal. Der eine Direwolf hat jetzt den Leittierbonus. Ja, weil zwei Stück Direwölfe sind. Nice. Jetzt probiere ich mal etwas. Weil wenn ich übers Tor fliege, müssen die theoretisch alle durchlaufen. Das habe ich schon mal bei jemandem gesehen. Mach mal. Machst das Tor dann mal an. Ja. Sobald ich alle auf Folgen habe. So, alle vier folgen mir. Dann hoffe ich, dass keiner vorbeiläuft und runterfällt. Da muss ich irgendwann mit Schildermaul hinsetzen, Freunde. Ich dachte, die folgen alle gerade hier, folgt Endless. Das ist so verwirrend. Ja, aber ich heiße hier im Game nicht Endless. Ja, das ist trotzdem so verwirrend. Ja. Leittierboden. Oh Junge, Freunde, guckt euch die Armee an. Davon ein paar Kinder und dann hat nichts mehr eine Chance. Blub, blub, blub. Jo, alle weg. Freunde, und wir fliegen auch hinterher. Home sweet home! Country Sweet Home Roads. Alabama. Oder so. There's the skies are so blue. Welches? Was zur Hölle ist hier passiert? Die sind unten. Und Andres ist fast tot. Ja. Freunde, was ist hier passiert? Es ist nur ein Sabertooth hier unten, so wie es aussieht. Ja, den hatte ich gelockt. Deswegen konnte ich dem gerade folgen. So, hast du ihn So, hast geschnappt? du ihn geschafft? Ne, er folgt noch mir, okay. Hab ihn. Die anderen drei sind oben. Nein, es springt eine runter, weil er mir auf Folgen steht. Was für ein kleines Biest. Den gehst du einsammeln. Ja, ich muss erstmal hier oben die anderen in Pfeife machen, damit wir die alle finden. Ich weiß. So, So. Direwolf da. Ich frage mich, was das für ein Bug war, Freunde, weil guckt ihr euch den Schaden an Endos an. So,
Kann ich den Server-Twist absetzen? Ja. Ne, der folgt mir noch, okay. Aber der mit einem ist nicht folgen, weil du hast ja in meiner Nähe eben, Ja, hoffe ich mal. ja, ja. So, Freunde. Jetzt hoffen wir, dass wir alle Viecher. Also, wir haben jetzt zwei Direwölfe oben und, glaube ich, einen Sabertooth. Ich weiß nicht, wo der. Ich sehe zwei Direwölfe, eins. Ne, ich sehe alle oben. Alle vier Nee, sind oben. beide. Okay, ja. Das heißt, Freunde, weil Endo so viel Schaden bekommen hat, fliege ich mal kurz zu den Freunden da oben. Aha. Der hat nämlich nur noch F. Der hat nur noch 2k von seinen 7,5k Gesundheit. Ja. Ich weiß nicht, was da passiert ist, Freunde. Könnte man sagen, Endris hat die falsche Adresse eingegeben. Ja, genau. Und wir sind durch den Sonnensturm geflogen. Aha. Das Geile ist, ich sehe genau, er hat schon 3k Heals. Ich sehe genau, wie weit ich ihn schon geheilt habe. Das ist auch interessant mit dem Awesome Spyglass. So, ich habe ihm knapp 2,5 K-Heals gegeben mit einer Ausdauerladung von der Schnee-Eule, wo ich drauf sitze. Sieht gleich viel besser aus. So, noch eine Ladung und dann ist er wieder komplett geheilt. So, Freunde, und während es hier geheilt wird, sag ich hoffe, es hat euch hier Spaß gemacht und wir sehen uns das nächste Mal wieder, heißt, wenn es heißt, Arg Extinction, hoffentlich wieder mit Endriss. Ich sage bis dann, euer Anime-Fan. Ciao, ciao! Tschüss.